So, grüß dich zurück zu Episode Nummer 3 bei Need for Speed The Run. Unser Putzsimulator, wie wir gesagt haben in der letzten Ausgabe, fortsetzen. Mal schauen, was kommt. Ich weiß es nicht. So, jetzt müssen wir erst unter die Top 550. Na toll. Naja, mal schauen, wie lange das ganze Gespiel dort dauert. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber durch The Long Dark, durch eigentlich durch Skyrim und Dragon Age Origins muss ich Kampf durch den Sandsturm, muss ich kleinere Spiele nebenbei machen, sonst wird es langweilig am Kanal. Ui, da hätten wir eine Tankstelle gehabt. So. Ich habe ihn noch gesehen. Naja. Da hat es Hirn nicht an den Finger weitergegeben. Nö. Okay. Boah, das war jetzt... Danke, Spiel. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Naja. Zuerst blöd. Na? Hast du das jetzt bald, Spiel? Ah, da sind wir. Okay. Okay, das haben wir das letzte Mal verunglückt. Jetzt schauen wir, dass wir weiterkommen. Okay, das mit dem Sandsturm, das finde ich mal gut. Das ist immer eine Abwechslung, ja. Mit dieser Gummiband-KI kommst du vor wie ein Pensionist. Danke. Fortfahren.
Verbindung mit Autolog-Server. Na gut. Hast du mir über Rätspiel? Ah, da sind wir schon. Okay, na, da haben wir noch einiges vor uns. Naja. Old Spanish Trail, Colorado Springs in Nevada. Na gut. Ist das da rund überhaupt Nevada? Normal schon, gell? Die nächste Lokation. Acht Positionen gut machen. Toll! Spiel. Falls ich jetzt mal ein bisschen ruhiger bin, ich konzentriere mich nur gerade ein bisschen. Natürlich sind sie gleich da, war ich klar. Solo 3-4, bin dabei. Klar wie Kloßbrühe. Jetzt kommt der wieder daher, der Sorgnagel. Hallo? Ah, er probiert was Neues. Was? Hart? Scheiße. Nö, das will ich aber nicht. Du hart, du. Herr Polizist, ich kann jetzt nicht rechts ranfahren. Ich mach mehr Druck. Ach so, ich hab die gerammt, aber du bist mir seitlich reingefahren, du Trottel, du. Nö, will ich nicht. Kein Bock. Was ist mit den anderen? Wird nur ich verfolgt? Oder wie schaut es da aus? Würde das bitte funktionieren? Okay, das war jetzt ein Crash für Knight Rider. Naja. Ausgeschaut hättest du noch. Jetzt da. Achtung, ich bremse den Spinner aus! Haha! Was? 10-10 jagt mich weiter? Na, das ist ja wirklich. Na! Nein. Also ich habe ein hartes Leben. Der Dragoner mit dem Koffer, die Polizei, die Köfferchen. Tempo reduzieren, Tempo reduzieren! Er wird uns fahren! Alle einhalten! Kommt rein! Ich hau rein! Er ist weg! Er ist weg! Ja. Die einen haben die Stift im Federpenal und die haben halt den Stift in der Hose.
auch ich muss mal tanken. Niki und Mila stammen aus sehr unterschiedlichen Welten. Nachdem sie ihre Mutter verloren hatten, verbrachte Niki die meiste Zeit in der Garage, in der ihr Vater arbeitet, als Mechanikerin für Milas wohlhabende Familie. Sie und Mila nehmen an der Run teil, um zusammen eine luxuriöse Zeit zu genießen. Na bitte, Garage erst. Ja, Jack, du Dummerchen. Du Dummdödel. Da ist ja mit Hirn, was dir wo hingerutscht, gell? Ab und zu triffst du auf Rivalen, die fortgeschritten und aggressiver fahren. Besiege den Rivalen bis ins Ziel, um zu gewinnen. Gewinnst du gegen bestimmte Rivalen, erhältst du außerdem den Schlüssel zu ihrem Wagen. Okay. Besiege Mila und Niki. Juhui! Haha, da hat's gekracht. Ich hab dich sauber ausgelacht. Hahaha. Hui! Werde 150. Na bitte. Sollte noch irgendwie zu schaffen sein. Achtung, streitige Suche Verdächtige. Freie Einheiten? Wieso? Die sind nicht mit dem Dienst, wenn sie frei sind. Na bitte. Wissen wir das auch? Wir sind an der Seitenstraße abgerufen. Bleibt an! Ich finde mittlerweile die Synchronisierung von der Polizei stärker wie das Spiel. Das wird auch mein Darm. Scheiße. Niki. Du Cop-Text da. Okay. Ja, machen wir eine Runde. Jetzt bin ich gerade so lustig drauf. Die nächste Lokation. Oh.
Ja, übrigens, gewimmelt wird auf dem Kanal auch noch der Run. Mal schauen. Wie ich das mache, wie ich das veranstalte, das weiß ich noch nicht. Code 3, ihr läuft am Straßenrennen. Na wirklich, das hätte ich mir nicht gedacht. Ich glaube, das ist ein Bazaar. Weg da! Du Heinzi! Hui! Wo ist der Night Rider, wenn man einmal braucht? Da war ein Tankstelle gewesen, ich zaug. Du hast mich nicht, ich habe dich! Was die für einen Stress haben, die Bullen, ha? Der Typ nervt mich, ich probiere was anderes. Hui! Ja, das war aber unfair, du Sack. Code 6 verloren, ich suche ihn. Neuer Sichtkontakt, Code 3. Code 6, war das irgendeine Anspielung auf einen Porno oder was? Aha. Dieses Warzenschwein druckt mit der nicht. Ja, die EA-Server sind mir scheißegal. Dir sag es. Nein, ich bin aber eh da. Wie gesagt, ich finde mittlerweile die Polizisten-Synchro sehr lustig. Danke. Also im Prinzip klapperst jetzt auch nur rennen ab. Na gut. Weiter geht's. Alle Einheiten bestätigtes Code Red Straßenrennen. Checkt eure Displays für Spezialtaktik. Koordiniere Einheiten dabei. Spezialtaktik? Spezial Fickfuck. So. Mensch, sind die dämlich. Ich muss euch entkommen, ich bin der Hauptdarsteller von dem Scheiß. Was war jetzt bitte? Ich will zeitlich vorbei. Los, los, los! Die Hände hinter dich! Beeilung! Ja, los! Sofort!
Ja, wie? Ich hasse Quicktime-Events, hätte ich das schon mal erwähnt? Ich hasse Quicktime-Events, ich hasse sie. Das ist die verblödetste Mechanik je in Videospielen. Sicher, der Superman. Naja, was machen wir als nächstes? Flüchten wir wieder vor der Polizei oder wie schaut das jetzt aus? Naja, warten wir mal an. Ein bisschen werden wir die Episode noch machen. Oh. Ja, jetzt wird's schon ein bisschen interessanter. Oh! Anspruchsvoll, normal. Anspruchsvoll. Warte mal. 3,9, 3,9, 4,3. 317, 309. Wir riskieren's. Las Vegas, Baby. Death Valley beendet. Na gut, Nevada Träume Challenge Serie. Na gut. Ja, das interessiert keinen. Interessiert auch keinen. Interessiert Arkan. Nächste Etappe starten, sicher. Ja, ein bisschen machen wir schon noch. Haben wir erst 25 Minuten.
Ja, zuerst müssen wir die Ladezeit überleben. Schau, dass man die Ladezeit mit einem Quicktime-Event überspringen kann, he? North Shore Road, Valley of Fire. Okay, mal gedacht, der Ring of Fire. Naja, Nevada. Du musst dir ein bisschen Zeit gut machen. Alles klar. Wirklich? Mal schauen, wie anspruchslos das Auto ist. Danke, Spiel. Na, war ich meine Schuld. Ich habe mir kommen gesehen. Ich habe mir gesehen, aber ich habe leider spät reagiert. Ja, das Spiel ist genau zu einer Zeit rausgekommen, wo mich Videospiele absolut nicht interessiert haben. So, komm. Knight Rider für Arme. Danke. Markus Schwarzgut, okay. Seine Leidenschaft für Autos wird von seinem Onkel finanziert, der alle Fäden zieht. Außer zu gewinnen besteht Markus' Hauptmotivation darin, Jack aus dem Rennen zu werfen. Na bitte. Gutes Gelingen dabei. Ich bin der Hauptdarsteller, ich muss gewinnen. Also Jack, du bist ja wirklich zum Scheißen. Ja, Jack, du bist wirklich zum Scheißen zu blöd, ha? Mach Zeit gut. Thank you.
kommt mir das nur so vor, oder fährt der BMW komplett gleich wie der? Ich weiß es nicht, mir kommt vor, ich habe einen BMW am Controller. So. Okay, jetzt brauche ich ein bisschen eine längere Gerade. Ich spiele das jetzt aber bitte auf normal, gell? Na bitte. Weißt du was? Ein Rennen machen wir noch. Zehn Positionen gut machen. Ja, ich weiß, Spiel. Ich weiß, danke, Spiel, du Drecksstück, du. Also offen und ehrlich gesagt, die Ladezeit ist gigantisch, wirklich. Da lädt selbst der lange Tag am PC schneller. Diese rote Sparzeit wird gefahren. So. Ja, sicher, das war nicht da, was sehe ich. Was ist denn das für ein Scheiß? So.
Danke, du Arsch. So. Das interessiert mich nicht! Entschuldigung, aber sowas rostet ja aus! Wenn mir das Spiel die Kontrolle entreißt für 30 Sekunden, für 10 Sekunden, wegen irgendeinem Scheiß, der keinen interessiert. Was ist? Ich will auch sehen! Ich nehme ihn fest, Code 1. Müssen wir jetzt verarschen, Spiel, wirklich? Es gibt Dinge in Videospielen, die kotzen mich einfach an. So. Ah, das ist schon. Oh. Danke, Spiel. So, aber da machen wir für heute Schluss. Ich hoffe, du bist das nächste Mal wieder dabei und Entschuldigung für meinen kleinen Ausraster zwischendrin. Wie gesagt, ich hasse Quicktime-Events und ich hasse es, wenn mir das Spiel die Kontrolle entreißt wegen 3 Sekunden Polizeiauto zeigen. Das hasse ich, da drehe ich durch. Normalerweise haue ich das Spiel aus dem Fenster aus, wegen so einem Scheiß. Gut, bis zum nächsten Mal. Baba.